Können 13 Menschen mit Down-Syndrom ein eigenes Restaurant führen? Alleine? Und ich meine, wirklich alleine. Unser Ziel ist ja zu beweisen, dass sie ausbildungswürdig sind, dass sie in der Lage sind, eine Ausbildung anzunehmen. Genau das haben uns diese 13 Menschen vor einem Jahr bewiesen. Mit dem Schwarzwälder Hirsch. Wir haben mit ihnen ein Restaurantkonzept entwickelt, das zu ihren Fähigkeiten passt. Und die haben uns gezeigt, dass sie es können und vor allen Dingen wollen. Wir sind keine Aliens, wir sind Menschen, die arbeiten wollen. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Kochen ist für mich so ein großer Traum für mich. Ich will jeden Tag arbeiten. Und so kam es, dass am Ende vom Projekt jeder mindestens ein Jobangebot in der Tasche hatte. Champagner für alle! Für mich war gefühlt meine Arbeit getan. Aber das Publikum hat uns immer wieder aufgefordert, was ist denn draus geworden? Was ist denn jetzt passiert? Guten Morgen, Leute! Was wurde aus diesen 13 Menschen? Das ist die Frage, die uns wirklich alle gestellt haben. Ein Jahr bin ich quer durch Deutschland gereist, habe sie begleitet, weil wir wissen wollten, wer hat es auf den ersten Arbeitsmarkt geschafft? Lieber Tim, ich kann viel besser als du. Wer hat eine richtige Stelle bekommen? Einmal Rührei, bitte. Alright. Wer ist glücklich in der Küche? Aufpassen, mein Schätzchen. Oder an der Theke. Sehr gut gemacht. Siehste? So, liebe Herren. Ja, und wo kämpfen die Eltern bis zum heutigen Tage noch? Nach 3 oder knapp 4 Wochen kam eine fristlose Kündigung plötzlich. Da fehlen mir die Worte. Ich weiß, ich habe das Down-Syndrom, aber ich will so gern, dass die Menschen mich ansehen, als wäre ich ganz normal. Vielleicht haben wir doch zu früh aufgehört. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen weitermachen.